Hallo. Im vorherigen Video haben wir uns überzeugt davon, dass das einfache, direkte Berechnen eines Hashes auf einem Key und das Berechnen des Modulos durch die Anzahl der Server und diesen Rest nach der Modulo-Berechnung als Servernummer zu benutzen, nicht geschickt ist, wenn wir bei der Anzahl der Veränderungen der Server keinen großen Aufwand der Reorganisation unseres verteilten Caches haben möchten. Wir brauchen ein besseres Hash-Verfahren, das auch mit einer sich ändernden Anzahl von Servern sinnvoll umgehen kann. Das ist Consistent Hashing. Dazu müssen wir etwas Terminologie einführen, aber die Grundidee ist tatsächlich eigentlich ganz simpel. Wir fangen einmal damit an, dass wir uns überlegen, welche Art von Namen wir unseren Knoten, die den gemeinsamen Cache bilden werden, als auch den Schlüsseln, die wir benutzen, welche Art von Namen wir diesen geben werden. Und jetzt kann man sich überlegen, dass man ja vielleicht IP-Adressen für die Knoten haben möchte und so weiter. Das erweist sich aber als unpraktisch. Es ist viel schöner und viel einfacher, wenn wir sowohl die Schlüssel als auch die Knoten aus dem gleichen Namensraum nehmen, wenn wir sie in gleicher Art und Weise benennen. Und das hat jetzt einen vornehmen Namen. Das ist jetzt ein sogenannter Globally Unique Identifier, ein GUID. Sehen Sie es als einen sehr langen Bitstring an, der von außen zufällig aussieht, der aber tatsächlich ähnlich wie ein Hashwert berechnet wird. Details schauen wir uns gleich an. Wir werden diese GUIDs benutzen, um festzulegen, für welche Keys ein Knoten jetzt tatsächlich verantwortlich ist. Das war ja im vorherigen Simple Hashing anders der Fall. Das war ja die Regel: Ich, Knoten Nummer 5, bin für alle die Keys zuständig, die deren Hashwert nach Modulo Anzahl Server Rest 5 gibt. Das machen wir hier etwas anders. Da ich ja hier gesagt habe, jeder Knoten bekommt eine eigene GUID, habe ich eine GUID und alle meine Kollegen haben eine GUID. Ich kann die Knoten jetzt nach GUIDs sortieren und ich bin für alle die Schlüssel zuständig, die von meiner GUID bis zur nächstgrößeren GUID irgendeines meiner Kollegenknoten gilt. Okay? Ich zeige es Ihnen gleich in dem Bild. Wir machen gleich noch den Distanzbegriff dazu. Wir sagen noch, zwei GUIDs haben eine bestimmte Distanz. Naja, das ist die Differenz. Aber weil ich ja so eine Modulo-Arithmetik bei endlichem Zahlenraum benutze, es ist die Differenz modulo der größten möglichen GUID dabei. Ich habe so eine GUID Max. Das ist die Anzahl der Bits, 2 hoch Anzahl der Bits minus 1, die ich hier benutzen darf. Visualisierung zeige ich gleich auf der nächsten Folie. Wir ordnen die GUIDs einfach auf einem Ring an. 0 bis 2 hoch GUID Länge minus 1 auf einem Ring angeordnet. Und dann gehen wir entweder links rum oder rechts rum auf dem Ring. Das ist egal. Wir nehmen es mathematisch positiv, also gegen Uhrzeigersinn. Und dann kommt da raus, dass der Abstand von zwei GUIDs ist b minus a, wenn b größer a ist. Und es ist a minus b, wenn es anders ist. Da muss ich nochmal eine GUID drauflegen, damit ich im richtigen Sinne drumherum laufe. Das Bildchen sieht so aus. Nehmen wir an, ich habe GUIDs von 0 bis 63 und ich gucke mir die zwei GUIDs 30 und 48 an. Die sind dann auf dem Bildchen hier so aufgemalt. Ich habe die 0 hier rechts, weil Tix das so mochte. Ich habe die 30 hier links und ich habe die 48 hier unten. Und dann ist der Abstand von 30 zu 48, ist der Abstand von 30 zu 48 hier im Gegenuhrzeigersinn, ist also 18, weil ja b größer a, 48 ist größer 30. Wenn ich mir andererseits den Abstand von 48 zu 30 angucken will, dann darf ich nicht g im Uhrzeigersinn laufen, sondern ich muss im gleichen Sinne um meinen Kreis herumlaufen. Ich gehe also einmal über los, das ist die plus 64, aber an sich ist es auch hier 30 minus 48 plus die 64. Und dann kommt halt die 46 raus. Okay, ich denke, das ist klar. Man muss das einmal sich klar machen, wo man das Modulo und wo man die GUID Max nochmal drauf addieren muss. Und dann sieht man, dass das entsprechend hier rauskommt. So, und wie gesagt, wenn ich jetzt hier sagen würde, die 30 und die 48 sind die GUIDs für meine zwei Server, dann würde ich jetzt Folgendes vorschreiben. Server 1 ist für alle Schlüssel zuständig, deren GUID 30
bis die nächstgrößere GUID, die 48, bis 48 besitzt. Also er muss sich um alle Schlüssel kümmern, die in diesem Wertebereich hier fallen. 30, 31 und so weiter bis 47. Server 2 ist zuständig für alle GUIDs, die seine eigene 48 bis zur nächstgrößeren, oh, wir gehen einmal über los, also Modulo 64, die nächstgrößere Modulo 64 ist wieder die 30, im Gegenuhrzeigersinn um den Kreis gelaufen, also Server 2 muss sich um diesen rot eingefärbten Teil des Rings hier kümmern. Okay? Also einfach, ne? Ist jetzt nicht mehr nur der Rest nach der Division, sondern ich muss jetzt halt diese Keys kennen. Entschuldigung, ich muss die GUIDs meiner Server kennen und dann kann ich das wieder entscheiden, muss ich mit Server 1 oder 2 reden, wenn ich einen Key in der Hand habe. Ich muss den einfach nur einsortieren. Das ist eine binäre Suche, die ich da durchführen muss. Okay, naja, was habe ich denn jetzt gewonnen? Wenn ich jetzt hier einen Server hinzufügen würde, irgendwo 3, keine Ahnung, der hat zufällig sich hier diese GUID gewählt, dann muss ich immer noch hier alles das, was hier an dieser Stelle auf dem Ring liegt, müsste ich immer noch alles umkopieren und umorganisieren. Ja, das bringt mir jetzt noch nicht so furchtbar viel, nicht? Die Schlüsselidee und no pun intended, die Schlüsselidee, um diese Keys jetzt besser zu verwalten, ist die folgende. Ich mache für einen Server, lege ich nicht nur einen einzigen GUID fest als seinen Namen, sondern eine feste Anzahl. Und dann sieht das so aus. Angenommen, ich habe hier 4 Server, die Farben Rot, Grün, Gelb und Blau durch diese 4 Farben angedeutet werden sollen. Und jeder dieser 4 Server hat sich eine gewisse Anzahl an Keys. Ich glaube, es waren 5, wenn ich mich recht entsinne. 3? 3, es waren 3. Hat sich 3 GUIDs ausgesucht. Irgendwie, zufällig, spielt erstmal keine Rolle. Hat sich 3 GUIDs ausgesucht, zufällig, und hat sich hier entsprechend einsortiert. Die roten GUIDs, die hingen hier direkt hintereinander. Wenn Sie genau hingucken, hier ist noch so ein kleines rotes Streifchen. Die blauen liegen hier direkt nebeneinander. Da ist noch ein blaues Stück. Die grünen und die gelben haben sich schön über diesen Ring verteilt. Okay? Also immer noch die gleiche Regel, nur dass ich jetzt halt mehrere GUIDs besitze pro Server, aber ich bin immer noch zuständig für irgendeine meiner GUIDs bis zur jeweils nächstgrößeren. Wenn die, wie hier, mein eigene ist, na, dann bin ich halt für diesen längeren Bereich zuständig. Das ist immer noch genau die gleiche Grundidee. Okay, ja, und was bringt das jetzt? Das bringt eine ganze Menge. Wenn Sie jetzt einen Server hinzufügen, also hier von 4 auf 5 wieder gehen, in diesem Beispiel von vorhin, also jetzt hier noch einen grauen Server hinzufügen, der sich jetzt auch wieder 3 Stücke ausgesucht hat, dann sucht er sich jetzt hier eine GUID aus, hat diesen Bereich, hat diesen Bereich, hat diesen Bereich hier sich zufällig ausgewählt, dann bedeutet das, dass ich natürlich die Keys, die in den Bereich des weißen Servers, des grauen Servers, des neu hinzukommenden grauen Servers fallen, die muss ich natürlich behandeln, das ist ja klar. Die sollen ja jetzt woanders hin, das ist ja Zweck der Übung. Aber der überwiegende Teil bleibt einfach da, wo er ist. Ich muss die nicht anfassen. Ich muss also in diesem Fall ein Fünftel, wenn ich einen 5. Server hinzufüge, der Schlüssel anfassen. Sogar hier, weil das jetzt sich hier vom Zufall her so ausgegangen ist, sogar viel weniger. Aber das ist das, was ich erwarten würde. Okay? Ist das jetzt sinnvoll? Ist das jetzt schön? Ja, das ist super. Insbesondere, wenn Sie mehr und mehr solche GUIDs pro Server benutzen, wird die Verteilung in diesem Ring sehr viel gleichförmiger werden. Das hilft mir wieder der Zufall. Das sind im Prinzip mehr Bins, in die ich meine GUIDs einpacken kann. Und das macht auch keinen Unterschied, ob ich jetzt hinzufüge oder entferne. Das Verhalten ist gleich. Das gute Verhalten ist gleich. Das gilt auch für das simple Caching. Auch da ist es kein Unterschied, ob ich Add oder Remove mache eines Servers. Auch das ist gleich schlecht. Hier ist es gleich gut bei Consistent Hashing. Typische Daumenregel wäre etwa zu sagen, dass Sie so 100, 200 GUIDs für einen Server auswählen bei einer nicht dramatisch großen Serveranzahl. Okay?
Ja, und was müssen Sie jetzt noch machen? Sie müssen sich jetzt noch überlegen, wie Sie einen Server finden. Was müssen Sie dazu als Client wissen? Sie müssen jetzt ja wissen, welchen dieser Server Sie benutzen. Wenn Sie eine GUID für Ihren Key in der Hand haben, den haben Sie als Hashwert ausgerechnet für diesen Key, müssen die GUID dazu ausrechnen als Hashwert, müssen diese GUID mit den ganzen GUIDs dieser Server vergleichen. Okay, die müssen Sie alle kennen, aber die ändern sich ja auch nicht oft. Da kommt vielleicht mal ein Server dazu, dann müssen Sie 100 GUIDs übertragen. Na naja, gut, das sind vielleicht ein paar Kilobyte, wenn überhaupt. Aber dann bleiben die ja erstmal eine Weile stabil. Dann müssen Sie einmal sortieren. Okay, Sie müssen ein paar hundert Zahlen sortieren, das kriegen Sie auch noch hin. Und dann machen Sie in diesen sortierten GUIDs, machen Sie eine binäre Suche und suchen den Wert zwischen diesen GUID Ihres Keys einfügen müssen. Und dann wissen Sie, mit welchem Server Sie reden müssen. Also das bleibt alles computationally feasible. Das ist alles von der Berechnung her noch im Griff. Es ist ein bisschen mehr Aufwand als einfach nur Hash und Modulo, aber es ist jetzt auch nicht dramatisch. Von daher, der erhebliche, signifikante Vorteil des Consistent Hashings bezüglich der Robustheit bei Server hinzufügen, Server wegnehmen, insbesondere Serverausfall, ist das schlagende Argument, warum Sie in so einer Situation Keys auf viele Server zu verteilen, eigentlich immer Consistent Hashing nehmen sollten. Und kommen Sie gar nicht auf die Idee, irgendwas anderes zu tun, es sei denn, Sie haben sehr gute Ideen, dann kriegen Sie auch ein Turing Award oder sowas. Aber in aller Regel ist das Verfahren der Wahl, das Sie für so eine Situation einsetzen sollten. Sehr schön. Das ist das Verfahren. Im nächsten Video gucken wir uns noch kurz Memcached nochmal genauer an, wie jetzt das tatsächlich aussieht, als kleines Fallbeispiel, wie ein solches Consistent Hashing-Verfahren praktisch eingesetzt wird, um einen verteilten Cache zu bauen. Ich danke Ihnen erstmal fürs Zuhören.